Der ist voll geil gerutscht. Hä? Was sollte das denn? Okay, das bringt einem ja gar nichts. Doch, eigentlich müsste einem das ja was bringen. Hä, wo soll es denn sonst lang gehen? Hier geht's doch nicht lang. Nee, da muss es lang gehen. Oh, Mann! Ich geh mal halt weiter nach innen. Das geht echt nicht. Der rutscht schon wieder so geil. Ah, der hat sogar einen Stein mitgenommen. Hä? Wie soll denn das gehen? Ich sehe schon wieder was nicht. Ich hab schon wieder was übersehen. Ja, kannst du in Ruhe klettern. Jetzt will ich nicht erzählen, dass ich da runter gesprungen muss. Ja. Bubu. Doch, das geht da lang. Der kommen geht ja sogar dahin. Warum ging das eben nicht? Musste er erst das sagen, dass er das Tor ist oder was? Oh. Ich bin immer so nervös bei dem Spiel. Ich weiß. Hey, hilf mir mal. Hey. Ganz ruhig. Schlafraum Heiliger Desmas. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Hey Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Moment. Crosswords. Geil. Also Totenkopf, gekreuzte Schwerter. 1659, 1699. Okay, sollte ja jetzt nicht so schwer sein. Oh, schöne Steinmetzarbeit, aber nein, die Daten passen nicht. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir's. Dann entfallen wir ein paar Gräber. Los. Nein, das ist nicht das Grab. Das ist auch nicht. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Ich jetzt falsch drauf. Sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Ach, Mist. Sicher, dass der dabei ist? Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nee. Die Daten sind falsch. Was ist das denn jetzt für eine Lache? Datum ist korrekt, aber die Schwerter verkehrt herum. Leider falsch. Ach so.
Ah, jetzt suche ich mich hier dumm und dämlich. Sieh mal hier. Hier liegt der große Kapitän Tiff. Betrank sich eines Abends und fiel vom Schiff. Nein, falsches das falsche Datum. Die Schwerter passen nicht. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehört er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Bist du bereit? Geil. Ich bin schon lange bereit. Mal sehen, was wir hier haben. Oh, wie geil! Das ist wieder so richtig geiles Uncharted-Feeling. Das hier. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Da sind sie ja alle. Jesus, diesmal zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Ich finde das richtig geil, dass er jetzt sowas reinmalt. Den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater, dafür. Ach, das ist doch mal was. Das war mal ein leichtes Rätsel. Oh, ich hoffe, das kommt jetzt erst noch. Das kommt von der anderen Seite der Mauer. Lassen wir die Figuren irgendwas mitmachen. Wollen wir doch mal sehen. Ah, ich kann die Lichter ausrichten. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Ah, ich kann die auch noch so drehen. Also. Das sind ganz weit auseinander. Wow, verbinde die Punkte. Ich glaube, das stimmt. Nathan, geschafft, du hast es. Da war ja jetzt auch nicht kompliziert. Geil, cool. Okay, probieren wir es mal. Sesam, öffne dich. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber da siehst du die Kreuze? Ja. Hey, ist das eine Höhle da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Jetzt ist... Oh. Entweder, wenn wir jetzt rauskommen, passiert doch irgendwas. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, welches Kapitel das jetzt ist. Ich habe ein Hirn wie ein Sieb manchmal.
Naja. Achso, was ich noch erzählen kann, ist, Yannick und ich waren jetzt im Heidepark. Also, Heidepark, ich weiß nicht, da war bestimmt schon fast jeder. Wir haben das Tor da oben geöffnet. Ist einfach nur. Da müssen wir durch. Okay, mir nach. Einfach nur jedes Mal wieder geil, in Heidepark zu gehen. Erst recht, wenn man bei der Achterbahn Limit ansteht. Der Sturm hat die Funkgeräte zu. Und. Die sind quasi nutzlos. Wenn wir nicht bald was von denen hören, sehe ich nach. Moment mal. Ich hab was gesehen. Geh und überprüf das, Mann. Ja, in Ordnung. Wer ist das? Was gefunden? Ich glaube, hier ist alles okay. Okay, Was zum? Sag mal. Jetzt warte ich hier. Lass mich fallen. Also, was ich sagen wollte, bei der Achterbahn Limit. Wunderbar. Bei der Achterbahn Limit stand so ein Mädel vor uns und sagte auch noch so: Ah, oh, heute Morgen war mir so schlecht. Ah, ich weiß gar nicht, was das war. Ich bin extra heute Nacht da aufgestanden, hab geguckt, ob die Milch gut war. Ob die Milch gut war, die ich getrunken hab. Ah. Oh. Und ich höre mir das so an und denke mir so, alles klar, Ja, hab mir nichts mehr gedacht, ne? Da standen wir so kurz vorm Eingang von Limit, weil es so der letzten zwei Meter, bevor man dann drin ist. Und dann reiert die dahin, ne? Als gäbe es keinen Morgen. Es sah nur zu geil aus. Wir fragen uns schon nur so, ja, was denn jetzt passiert? Und zack, weg. Und wir haben so gelacht, das war so geil. So. Das ist schlecht. Hier stehen wir schlecht. Ich habe ein Geschenk für dich. Alter, hier ist einer mit einer Shotgun. Nein! Ah, gut, scheiße. Das war nicht so gut geplant. Aus einem Fenster im fünften Stock geworfen. Und er hat überlebt. Mann, er sollte drei Kreuze haben. Nicht von Shoreline. Nicht von unseren Jungs. Moment. Da drüben, ich glaube, da hat sich was bewegt. Hey, sie sind hier drüben! Wir wurden entdeckt! Ach komm! Mann! Ja, läuft doch. Hey,
ganz viel Köpfchen, okay. Geil, Headshots. Wir sind sicher. Wo war ich denn? Achso, bei der Kotztante. Ja, und was wollte ich denn noch erzählen? Was war denn noch so Geiles? Irgendwas ist noch passiert. Jetzt habe ich es aber vergessen. Okay, bereit? Egal. Auf jeden Fall, das mit der Kotztante, das war auf jeden Fall zu geil. Also, ein Kumpel von uns wurde auch am Bein erwischt. Der kotzt. Das war so geil. Ah, ja. Da, wir sind aber immer noch bei dem Friedhof. Ich hatte auf den Schatz gehofft, aber so einfach ist es wohl nie. Was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. So, Yannick ist auch online. Zockt wahrscheinlich jetzt Uncharted weiter oder zockt heute Destiny. Oh, wie cool ist das denn? Direkt unterm Hochkreuz. Da will Avery uns sehen. Tja, was Avery will, bekommt er auch. Junge, wie sieht's bei dir aus? Hey, Sully. Wir sind auf dem Weg, aber der Schatz ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh, Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Over. Vergessen das Over. Over. Patrouille voraus. Ich höre sie. Ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Moresby verantworten. Wie wär's mit Klappe halten, wenn ich dabei war? Hm? Für die Quote ist heutzutage alles gleich ein Massaker. Wir brauchen diese Art Presse nicht. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit wegnehmen. Weißt du? Ganz einfach. Wird nicht lange rumgeschwänzelt. Alle werden es noch mehr. Na los. Ah, komm. Okay. Ich helfe dir hoch. Dann halt eine Räuberleiter. Ach Mist, ich bin zu weit oben. Ja, warte kurz. Ich warte. Mal sehen, was das bei dem Holzding da ist. Hey, ich hab was. Na, also. Mann, ist das Ding schwer. Was genau wird das denn? Ein Weg. Nach oben. Der sogar dein Gewicht aushält. Ah, danke. Zack, zack. Danke. Willst du das haben, die so. Niemals. Das ist eine Art Flaschenzug. Nein, du. Um einen fetten Schatz zu heben? Um etwas zu heben? Wie konnte ich das übersehen? Na, den sollten wir wohl gemeinsam finden. Ah, wie romantisch. Geronimo. Sehr gut. Schon unterwegs. Boah, das sieht so geil aus. Früher bei Uncharted hast du ja auch noch gesehen, so wo du hinklettern musstest. Jetzt, das sieht so geil aus. Aber gut, man sieht zwar schon, also, ey, scheiß wenn nicht. Ne? Aber es sieht halt tausendmal besser aus. War echt keine gute Idee. Alter, das, sowas finde ich richtig geil, ey. Ui! Oh.
Da war die Mauer wohl näher. Hey, sei vorsichtig an der Ecke da. Achtung! Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folg dir schon. Hoffentlich hält's. Ach so. Ich verstehe. Oh, war das kein Fehler? Oh, oh shit. Oh! War der Stein. Der Schrei kommt zu spät, mein Freund. Er scheint mir ein scheiß Seil von ihm runterzuschicken, ne? Sehr nett. Oh nein, ist zu groß, ne? Diesmal schaffe ich's. Komm schon. Wenn du mich nicht so machen es Yannick und ich auch mal im Kletterpark. Zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? Fünf? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, ganz genau. Na los. Oh nein. Ich rieche die Gegner. Nicht wie wenn Yannick in der Nähe ist. Wir nähern uns Raid. Ich weiß. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich konnte einfach nicht. BAM! Geil! Gut, wir sind sicher. Hoffentlich war's das mit den Idioten. Ja. Hey, Vorsicht! Die könnte nach der Explosion instabil. Das war jetzt die Höhle. Ach, hier waren die schon drin, oder was? Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Eine Stütze des Tunnels könnte man nicht so leicht bewegen. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Es kommen noch viel mehr Probleme.
bezweifle, dass wir da runter müssen. Doch, da müssen wir. Super vorsichtig. Geil, da unten ist das Piratenschiff. Ich sollte zuhören, was Nathan sagt. Aber immer jetzt um den Scheiß. Ach so, man soll drauf springen. Also, wenn ich mich langsam dran runterlasse, ist schlecht. Aber. Danke. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. Wenn wir der abstürzen, ist das nicht so. Ich mein Fuß steckt fest. Mein Fuß! Ach, jetzt geht's. Zack, zack. Junge, der Sturm wird starker. Wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Ich lasse für euch das Licht an. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Jetzt habe ich nicht wieder ein Ohrwurm, ey. Ohne Scheiß. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Komm, die Höhle sieht doch mega geil aus. Habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen? Na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Aber ich will ja nichts sagen. Ne? Aber ernsthaft? Hallo. Indiana Jones und so. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two. Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Twos Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Wer würdig ist, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Two wird uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. So, und an dieser Stelle geht es für euch morgen weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.